Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 14. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Und ich nehme an, die Justizministerin wird den Gesetzentwurf einbringen. Da ist sie auch schon. Frau Kühnheimer, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Justizministerin fällt es in meinen Zuständigkeitsbereich für die Landesregierung, den Entwurf für ein 14. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, das sogenannte Sammelgesetz, einzubringen. Das Sammelgesetz ist Ausdruck eines funktionierenden Vorschriftencontrollings. Die Gesetze der Landesregierung haben überwiegend eine Geltungsdauer von 7 bzw. 10 Jahren. In bestimmten Fällen besteht aber auch die Möglichkeit kürzerer Befristung oder des Verzichts auf eine Befristung. Aufgrund dieses Überprüfungs- und Befristungskonzeptes würden mit Ablauf des 31. Dezember dieses Jahres insgesamt 28 Gesetze außer Kraft treten, sollte deren Geltungsdauer vorher nicht verlängert werden. Bei 13 dieser Gesetze sind inhaltliche Änderungen erforderlich. Diese Gesetzesvorhaben wurden und werden im Rahmen von Einzelnovellen in den Landtag eingebracht. 15 Gesetze sollen im Rahmen des Sammelgesetzes verlängert werden. Neben der Verlängerung gibt es allerdings marginale redaktionelle Anpassungen. Das Hessische Krankenhausgesetz, das Gesetz über die Bannmeile des Hessischen Landtags, das Hessische Ausführungsgesetz zum Artikel 10 Gesetz, das Grenzbereinigungsgesetz und das Hessische Beamtenversorgungsgesetz wurden evaluiert. Die Evaluationsergebnisse bei allen Gesetzen waren, dass keine inhaltlichen Änderungen erforderlich sind. Ihre Geltungsdauer kann ohne Weiteres im Rahmen des Sammelgesetzes verlängert werden. Die Geltungsdauer des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Artikel 10 Gesetz und das Hessische Beamtenversorgungsgesetz können sogar auf unbestimmte Zeit verlängert werden, da ihre Erforderlichkeit unzweifelhaft ist. Bei 6 Gesetzen, nämlich dem Hessischen Stiftungsgesetz, dem Hessischen Besoldungsgesetz, dem Hessischen Wohnraumfördergesetz, dem Hessischen Wohnungsbindungsgesetz, dem Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetz und dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, ist eine intensive Prüfung und gegebenenfalls rechtliche Novellierung auf der Grundlage in naher Zukunft anstehender Änderungen im Bundesrecht vorgesehen. Damit diese Gesetze nicht ersatzlos mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft treten, soll deren Geltungsdauer im Rahmen des Sammelgesetzes um 2 bis 4 Jahre verlängert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sollen 4 Gesetze um jeweils 1 Jahr verlängert werden. Bereits im März und Mai 2020 wurden Plenarsitzungen verkürzt und Vorhaben von der Tagesordnung genommen. Und weil nicht auszuschließen ist, dass auch in den kommenden Monaten Plenarsitzungen verkürzt werden könnten, könnten sich diese Gesetzgebungsverfahren verzögern. Daher ist nicht sichergestellt, dass die bereits angelaufenen 4 Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes, des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes, des Gesetzes zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren und des Hessischen Bibliotheksgesetzes im Jahr 2020 abgeschlossen werden können. Diese Gesetzesvorhaben sehen jeweils sowohl inhaltliche Änderungen als auch die Verlängerung der Geltungsdauer vor. Es droht die Gefahr, dass diese Gesetze ungewollt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft treten. Und um dagegen Vorsorge zu treffen, soll deren Geltungsdauer im Rahmen des Sammelgesetzes um 1 Jahr verlängert werden. Die Evaluierung dieser Gesetze und die Gesetzgebungsverfahren der Einzelnovellen werden parallel fortgesetzt. Und deshalb liegen im Rahmen des Sammelgesetzes keine Evaluierungsunterlagen vor. Auf detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Artikeln will ich nicht eingehen. Ich verweise daher auf den Gesetzentwurf und seine Begründung. Der bisherigen Praxis folgend werde ich dem Rechtspolitischen Ausschuss die im Rahmen der Evaluierung entstandenen Anhörungsunterlagen natürlich zur Beratung zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Als erstes hat sich die Abgeordnete Schardt-Sauer von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet.
Werte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Also erst mutet es ja sehr trocken an, was da daherkommt unter diesem Tagesordnungspunkt. Die Landesregierung will befristete Rechtsvorschriften, die in dem Gesetzentwurf, den wir ja schon fast halb vorgelesen bekommen haben, einzeln aufgelistet sind, unverändert oder allenfalls leicht verändert verlängern. Ohne die Verlängerung der Geltungsdauer würde, so dramatische Beschreibung, die genannten Rechtsvorschriften bald außer Kraft treten. Werte Kollegen, Hessen hat, und das ist der eine wichtige Nukleus, man hat ja den Eindruck in den aktuellen Wochen, man muss ja so ein paar Errungenschaften der Demokratie durchaus immer wieder ins Gedächtnis rufen, hat bei der Vorschriftenbefristung hat Hessen eine Vorreiterrolle in Hessen, in Deutschland eingenommen. Etwas, was wir als Freie Demokraten, aber ich glaube fraktionsübergreifend alle, sehr begrüßt haben. Können wir einher widersprechen, Herr Kollege? Die Fraktion der Freien Demokraten begrüßt die Befristung. Warum? Und da komme ich gleich auf den Punkt. Die Vorgabe der Evaluierung. Was steckt dann dahinter, dieses Wort Evaluierung? Gesetze müssen auf den Prüfstand, sonst geht es nicht weiter. Und das ist für Verwaltung, für Apparate ein bedrohliches Signal. Es muss auf den Prüfstand, ob die gesetzliche Regelung in dieser Form notwendig ist, ob Änderungen notwendig sind oder, man glaubt es kaum, ob ein Gesetz gar hinfällig ist. Somit kann man dank der Befristung können wir als Parlament, und da kommt nämlich hier der Punkt, wo ich gleich auf die Ausführungen auch der Ministerin noch einmal eingehen werde, dank der Befristung können wir eine regelmäßige Überprüfung der Normen einfordern mit dieser Evaluierung, mit dieser Bewertung der drei Obs, die ich genannt habe, Notwendigkeit und etwaiger Änderungs- oder Ergänzungsbedarf. Doch was legt uns die Landesregierung heute hier vor? Es werden Gesetze automatisch verlängert, ohne dass überprüft wird, ob dies in ihrer Form noch sinnvoll ist. Mit einem gewissen Pathos wird uns hier vorgetragen bei der Einbringung, das sei ein funktionierendes System. Ja, vielleicht in der Fristenkontrolle würden die Juristen sagen, die Wiedervorlage funktioniert. Aber der Hinweis darauf, wir müssen das jetzt machen, auch ohne Evaluierung, weil es könnte eventuell auch wieder Verkürzung von Sitzungen geben. Das hat nicht die Landesregierung zu entscheiden, ob wir tagen als Landtag. Das entscheiden wir schon selber. Und wir möchten uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen, wir alle doch. Ist eine Fehlbelegungsabgabe so weiterhin notwendig? Hat sich das Krankenhausgesetz in dieser Form bewährt? Soll das Wohnraumförderungsgesetz in der aktuellen Form Bestand haben? Was gilt es zu ändern? All dies wird nicht diskutiert und geprüft. Eine Evaluation erfolgt nicht. Doch dabei, ich komme an den Anfang, ist das doch gerade der Sinn von befristeten Gesetzen in der Evaluierung vor dem Ablauf. Es ist auch die Chance, wir hatten eben bei dem Tagesordnungspunkt vorher auch die Möglichkeit vielfacher Expertise von externen. In der Regel liegen die Befristungen bei 5 bis 10 Jahren. Meistens hat sich da im Umfeld etwas getan. Man könnte auch durchaus mal von außen die Expertise einfordern, sind Korrekturen nötig. Aber die Landesregierung will die Regelung nutzen, um die Gesetze pauschal zu verlängern, nicht zu evaluieren. Die Gesetze werden nicht kritisch hinterfragt. Werte Kollegen, es hat schon den Anschein, als sollen die Gesetze durchgewunken werden. Dafür war die Regelung, Gesetze zu befristen, nicht gedacht. Im Windschatten von Corona, so scheint es, kommt daher ein altes Verständnis von Verwaltung. Gesetz ist gut, bleibt doch so, mach mal weiter mit. Wir haben ein anderes Verständnis. Wir fordern dies ein für dieses Parlament, für eine moderne Verwaltung auch in Hessen. Und einzelne Verlängerungen sind im Übrigen auch, selbst das ist in Teilen nicht, aber vielleicht kann uns ja dann im Ausschuss da Aufklärung gegeben werden, diese unterschiedliche Kategorisierung.
Fazit: Wir fordern eine sorgfältige inhaltliche Evaluierung, bevor Gesetze verlängert werden, und wir als Parlament durchaus dann auch entscheiden können, ist dieses oder jene Gesetz überhaupt noch notwendig. Das ist der Nukleus von Demokratie. Wir sind die verfassungsgebende Gewalt hier und von daher die gesetzgebende Gewalt, Entschuldigung, die gesetzgebende Gewalt. Und wir sind hier kein Verlängerungsautomat für irgendwelche Rechtsvorschriften. Wir gehen da sehr kritisch in die Beratung im Rechtsausschuss. Aber vielleicht kann die Justizministerin da noch ganz viel zu vortragen. Bisher ist das alles erschreckend dünn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer. Als nächstes hat sich der Abg. Schenk von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Frau Schardt-Sauer hat eigentlich schon vieles Sinnvolles dazu gesagt. Das will ich auch gar nicht wiederholen. Die Befristungen von Gesetzen machen nur Sinn, wenn sie wirklich zu einer Überprüfung und einer eventuell notwendigen Anpassung führen. Diese Aufgabe gehörte dann aber in den Verantwortungsbereich von uns Abgeordneten. Bei Gesetzen, die überhaupt keinen Evaluationsbedarf haben, werden dennoch eine Vielzahl von Mitarbeitern durch die Landesregierung beschäftigt, namentlich die Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung. Ich frage Sie, wird hier nicht juristischer Sachverstand verschwendet, unnötige Arbeitsstunden aufgewendet, die im Endeffekt nur in die Verlängerung des jeweiligen Gesetzes zum Ergebnis haben und heute hier mit dem Sammelgesetz einfach nur bestätigt werden? Viel dringlicher wäre es, jetzt in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik das Expertenwissen der Arbeitsgruppe Verwaltungsvereinfachung zur Überprüfung und Evaluierung der von der Landesregierung erlassenen Corona-Gesetze und Verordnungen einzusetzen. Denn mit quasi diktatorischen Vollmachten ausgestattet, greift hier die Landesregierung genauso wie die Bundesregierung massiv und unverhältnismäßig in die verbürgten Grund- und Freiheitsrechte, auch für Sie, Frau Wissler, sinnhaft Freiheitsrechte von uns Bürgern ein. Ich frage Sie, wo sind hier die Verteidiger der Grundrechte? Wer hinterfragt die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen? Exemplarisch betrachten wir nur die Hochsicherungsverwahrung in Altenheimen, absolute Kontakt-, Besuchs- und Ausgehverbote, vollkommene soziale Isolation, und das seit vielen Wochen, ohne Vornahme einer konkreten Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die muss halt auch durchgeführt werden. Wie lange soll das noch so gehen? So stelle ich mir keinen Schutz von Risikogruppen vor. Das ist eine Tragödie. Ich frage Sie deshalb, auch Sie kommen jetzt noch dran. Ich rede zur Sache, Herr Frömmrich. Ich frage Sie deshalb, wie ist das vereinbar mit Artikel 1? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und daran sollten Sie wirklich mal denken, wenn Sie hier Gesetze machen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Kummer von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich bräuchte ich heute ja nur auf meine Rede vom 18.06.2019 zu verweisen, die zum 13. Artikelgesetz gehalten wurde. Denn die dort geäußerten Anregungen, Kritikpunkte meinerseits, sie haben nach wie vor Gültigkeit. Das möchte ich auch heute betonen. Allerdings hatten meine seinerzeitigen Ausführungen doch zu heftigen Reaktionen beim Kollegen Müller von der CDU und bei der Kollegin Schardt-Sauer von der FDP geführt. Das zeigt offensichtlich bis heute immer noch, dass ich damals den Finger in die Wunde gelegt hatte.
Lassen Sie mich deshalb auch heute grundsätzlich sagen, erstens, Kolleginnen und Kollegen, ja, die SPD-Fraktion möchte eine Evaluation von Gesetzen haben. Wir stehen zur Evaluation von Gesetzen. Aber, Kolleginnen und Kollegen, durch das dafür vorgesehene Organ, und das ist die erste Gewalt, das ist der Hessische Landtag und nicht die Exekutive. Zweitens, wir sagen Nein zur generellen Ausstattung der Gesetze mit einem sogenannten, ich nenne es einmal so, Haltbarkeitsdatum, sozusagen best before. Zur Evaluation bedarf es nämlich keiner Befristung, liebe Kollegin Schardt-Sauer, zumal der Leitfaden, auf den Sie sich auch bezogen haben, ja aus dem Ministerium kommt oder aus der Exekutive bzw. Staatskanzlei. Es gilt, Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Befristung weiterhin die Feststellung der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2018. Ich darf auch heute zitieren, die Bertelsmann-Stiftung. Sie sagt, generelle Befristungen kosten mehr, als sie bringen, weil sie die Bürokratie aufblähen und zu routinemäßigem Durchwinken von Verlängerungsvorlagen führen. Das wurde eben ja auch schon einmal angesprochen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Und übrigens, bis zum Eintritt in die Regierung waren die GRÜNEN derselben Meinung. 15 Gesetze sollen heute verlängert werden, 2 entfristet werden, 1 Gesetz 7 Jahre, 2 Gesetze 10 Jahre, 4 Gesetze 1 Jahr, 4 Gesetze 2 Jahre, 1 3 Jahre und 1 4 Jahre. Das hat Kolleginnen und Kollegen schon etwas von Glaskugel lesen. Fast. Schauen wir uns aber einmal die einzelnen Gesetze doch an, denn da gibt es schon Besonderheiten. 4 Gesetze werden ein Jahr verlängert und 4 Gesetze 2 Jahre. Zur Begründung im Wesentlichen wird herangezogen die Corona-Krise. Das ist schon bemerkenswert. Guckt man nämlich in den Leitfaden der Staatskanzlei zu diesem Thema, dann liest man, dass bereits 2 Jahre vor Ablauf eines Gesetzes quasi eine rote Lampe angeht, ein Warnhinweis erfolgt, das Gesetz läuft in 2 Jahren aus, und dass 18 Monate vor Ablauf die Ressorts der Normprüfstelle ihre Planungen vorzulegen haben. Und dann müsste es doch eigentlich möglich sein, Kolleginnen und Kollegen, in dieser Zeit die Verfahren zum Abschluss zu bringen, so wie es diese Leitlinien auch vorsehen. Warum? Ich möchte einzelne Gesetze einfach einmal herausgreifen, um aufzuzeigen, wie es da mit der Logik steht. Beispielsweise das Bannmeilengesetz. Ist jetzt nicht vielleicht so in aller Munde, das Bannmeilengesetz, es wird nicht etwa entfristet, nein, es wird um 10 Jahre verlängert, obwohl im Sinne dieser Leitlinien der Staatskanzlei es doch unzweifelhaft zu dem sogenannten Grundkanon des hessischen Landesrechts gehört und damit eigentlich gar keiner Frist bedarf. Warum entfristet man nicht das Bannmeilengesetz? In diesem ein anderes Gesetz, Artikel 10, befasst sich mit dem Hessischen Wohnraumförderungsgesetz, Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt meines Erachtens auch heute hier im Landtag ganz deutlich, wie die Landesregierung mit dem Wohnraumproblem in diesem Land umgeht. Sie wissen seit 2 Jahren Bescheid, dass das Gesetz am 31.12. ausläuft. Seit 2 Jahren wissen Sie Bescheid. Und wir alle wissen doch miteinander, dass die Wohnungsprobleme in diesem Lande Hessen, in diesem unserem Lande Hessen, die Wohnungsprobleme mit Händen zu greifen sind. Was machen Sie, die Landesregierung? Sie brauchen 4 Jahre für die Überarbeitung und verlängern dieses Gesetz einfach bis 31.12.2022. Das zeigt meines Erachtens ganz deutlich, wie Sie die Prioritäten setzen. Offensichtlich nicht bei der Wohnraumförderung. Sonst wären Sie in der Lage gewesen, innerhalb des vorgesehenen Zeitraums von 2 Jahren dieses Gesetz zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen und dem Wohnraum, der Wohnraumförderung in unserem Land Priorität einzuräumen. Zweiter gravierender Punkt ist der Artikel 9. Da geht es um das Hessische Krankenhausgesetz. Das verlängern Sie ohne Veränderung einfach mal so, sage ich, um 7 Jahre bis zum 31.12.2027, obwohl es den Hinweis der Krankenkassen gab, dass der Krankenhausplan in diesem Land fehlt. Und obwohl es den Hinweis der Ärztekammer gab, die wollten nämlich Verpflichtungen in dieses Gesetz aufgenommen haben, dass ausreichend medizinisches und nicht medizinisches Personal in den Krankenhäusern vorzuhalten ist, ignorieren Sie. Kolleginnen und Kollegen, wenn uns die Corona-Krise etwas lehrt, dann doch auch, wenn sie uns etwas lehrt, dann doch auch, dass wir dringend in unserem Lande Hessen unsere Krankenhäuser
auf eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage stellen müssen. Weg von der reinen Betriebswirtschaft, hin zur Vorsorge für den Krisenfall, hin zur Vorsorge insbesondere für den Krisenfall. Und dazu gehört auch eine ausreichende Finanzierung und auch eine Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln. Unsere Krankenhäuser sind unterfinanziert. Und eins müssen wir doch jetzt erkennen in dieser Krise. Eins müssen wir doch erkennen. Dem Krankenhaussterben in unserem Bundesland Hessen muss endlich ein Ende bereitet werden. Und dafür haben wir nicht 7 Jahre Zeit. Dafür haben wir nicht 7 Jahre Zeit. Zu guter Letzt eine Frage an die Ministerin. Über all die Jahre, die wir diese Artikelgesetze hier im Hessischen Landtag beraten, an Sie die Frage, können Sie mir sagen, wie viele Gesetze in der Vergangenheit nicht verlängert wurden und tatsächlich ausgelaufen sind? Die Zahl wäre sicherlich für uns alle erhellend, denn, und damit komme ich zum Fazit meines Vortrags, erstens Befristung, Kolleginnen und Kollegen, erstens Befristung. Die Befristung der Gesetze im Land Hessen erreicht nicht das Ziel, nämlich nicht das Ziel, das in den Richtlinien der Staatskanzlei formuliert ist. Das ist nämlich als Ziel formuliert der Befristung die Reduzierung der Verwaltungsvorschriften. Ich glaube, dazu ist es in der Vergangenheit durch die Befristung nicht gekommen. Und zweitens, das hatte ich eingangs schon gesagt, Fazit, Evaluation geht auch ohne Befristung. Und die richtige Evaluation hat durch die erste Gewalt stattzufinden, nämlich durch den Hessischen Landtag. Und das fordern wir nachdrücklich ein. Sie können sich vorstellen, dass wir auch nach den weiteren Lesungen natürlich als SPD-Fraktion diesem Artikelgesetz unsere Zustimmung verweigern werden. Danke sehr. Ja, Herr Kummer, das war fast eine Punktlandung. Als nächstes hat sich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was eben angesprochen worden ist, ich verstehe überhaupt nicht, weil keinem Parlamentarier ist es benommen, Anträge zur Veränderung von Gesetzen zu stellen. Ich sehe das nicht, wo dieses Grundrecht eines jeden Parlamentariers und einer jeden Parlamentarierin eingeschränkt sein soll. Aber jetzt einmal zum Sammelgesetz. Herr Kummer, warum haben Sie denn mir vorher nicht gesagt, was für eine schöne Rede Sie letztes Jahr gehalten haben? Dann hätte ich sie mir noch einmal durchgelesen. Und Ihre Rede heute hat so ein bisschen skandalisiert, war dadurch aber sehr unterhaltsam im Gegensatz zu diesem Sammelgesetz, das nämlich ziemlich trocken und spröde ist. Und ich habe bei meinen Vorrednern ein bisschen den Eindruck, dass Sie die Begründung überhaupt nicht gelesen haben. Es ist egal, welches Gesetz Sie sich raussuchen, dann werden Sie feststellen, mit welcher Intensität und in welcher Genauigkeit man nämlich genau diese Evaluierung mit Anhörung durchgeführt hat und dass man daraus natürlich im Zeichen von Corona, weil Ministerien dann auch noch etwas anderes zu tun haben, weil Versammlungen schwieriger sind, weil es Homeoffice gibt, weil Kommunikation anders stattfindet, natürlich eine Verzögerung reingeht. Und jetzt gehe ich einmal zur Fehlbelegungsabgabe, zum Wohnraumfördergesetz, zum Wohnungsbindungsgesetz, zum Vermessungs- und Geoinformationsgesetz. Das sind alles Gesetze, wo wir allergrößten Wert darauf legen. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kummer, der Sie einfach eine Behauptung in den Raum stellen, die schlicht und ergreifend nicht wahr ist. Das ist Zeugnis dafür, dass wir es genau mit diesen Themen ernst meinen, sehr verehrte Damen und Herren. Wenn wir das Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren nehmen, wir nehmen das Bibliotheksgesetz oder andere, dann ist es ein Ausdruck davon, dass wir es ernst meinen, dass es wichtig ist und dass eine Befristung von Gesetzen, ich meine, ich bin ja erst seit 2 Jahren im Landtag oder sind es vielleicht sogar schon 3, ich weiß es gar nicht so genau, also,
dass eine Befristung von Gesetzen durchaus sehr sinnvoll ist. Wenn wir jetzt der Meinung sind, wir, die wir hier sitzen, wir müssen in Punkten etwas anders machen, dann stellen wir einen Antrag dazu. Ist uns unbenommen. Hier wird eine Vorarbeit geleistet und wird gesetzesmäßig an aktuellen Gegebenheiten angepasst. Und es ist vernünftig, dass man das auch immer mal wieder überprüft. Ich bin froh, dass wir das so haben. Ich empfehle meinen Kollegen bis zum Ausschuss, die Begründung noch einmal deutlich zu lesen. Vielleicht hilft es, weil man sagt ja, Lesen bildet. Und ich denke, das wird auch hier so sein. Vielen Dank. Für die Linken darf ich Herr Dr. Wilken nach vorne bitten, wenn das Rednerpult, vielen Dank, desinfiziert ist. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Naja, diese regelmäßig auftauchenden Sammelgesetze sind meist nicht sehr spektakulär. Und wir alle sind dann offensichtlich bemüht und angestrengt, Facetten zu finden, an denen man herausarbeiten kann, warum hier mal wieder die Regierung falsch liegt. Das ist nun einmal Job der Opposition. Und ich werde mich auch bemühen, das an dieser Stelle herauszuarbeiten. Problematisch bleibt, und das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, dass wieder einmal turnusmäßig die Laufzeiten von Gesetzen verlängert werden, deren Inhalte aus unserer Sicht problematisch sind. Und nein, werte Vorrednerin, wir können hier nicht in Antrag stellen, ein Gesetz zu ändern, sondern wir müssen schon einen Gesetzentwurf einbringen. Und dann wird über diesen Gesetzentwurf eine Anhörung durchgeführt und nicht über das Gesetz, das wir ändern wollen, weil das wäre dann eben eine Evaluierung. Aber so einfach ist es nicht. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass eine ordentliche Evaluierung vorgenommen wird. Und na ja, die Damen und Herren, die die Evaluierungsunterlagen der Regierung, danke, dass Sie sie uns zur Verfügung stellen, selbstverständlich. Aber wer die schon einmal studiert hat, der weiß doch von der Dichte der Informationen, die wir dort dann bekommen. Und dann haben wir einen Eindruck, wie intensiv eine Bewertung dieses Gesetzes denn wirklich vorgenommen worden ist. Also bestenfalls lachhaft. Und das ist das Problem, was wir mit dieser turnusmäßigen mal pseudo-evaluieren und dann hier wieder durchwinken haben. Ich erinnere daran, um nur ein Beispiel zu nennen, wo wir sagen, das muss man inhaltlich ändern. Wir haben einmal eine Veränderung des Bannmeilengesetzes hier in den Hessischen Landtag eingebracht. Wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass es ein alter Zopf ist. Andere Bundesländer kommen ohne ein Bannmeilengesetz aus. Es bleibt dabei, die Bannmeile ist vollkommen überholt. Aber diese Diskussion meiden Sie jetzt wieder, indem Sie das Gesetz einfach um 10 Jahre verlängern wollen. Das ist das Problem. Eine letzte Bemerkung noch zu Ihrem Optimismus. Ich finde es schon, oder ich schätze diese Art von Optimismus, zu meinen, dass wir mit einer einjährigen Gesetzesverlängerung aus der Corona-Krise draußen wären und dann hier wieder ordentliche Gesetzgebungsverfahren machen könnten. Den Optimismus herzlichen Dank dafür und für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-Fraktion darf ich Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Lassen Sie sich ruhig Zeit, es muss noch desinfiziert werden, auch wenn es sportlich war. Das hört man ja immer gerne, wenn man sportlich sein möchte. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, manchmal fragt man sich, in welcher Debatte man eigentlich zu Hause ist. Wenn ich das heute gehört habe, dann, naja. Also, wer der Ministerin zugehört hat, hat doch manches von dem, was hier gesagt wird, nicht mehr verstanden, um es freundlich zu formulieren. Kollegin, Sie haben es ja netterweise auf den Punkt gebracht, einfach mal zuhören oder lesen.
Weil in der Begründung steht ja auch irgendwie alles drin. Nur zur Begründung dieses Gesetzes hat hier niemand geredet, außer der verehrten Kollegin und der Ministerin. Und von daher, ich will mal auf den Punkt machen. Sie sprechen, Herr Kollege Wilken, das gebietet der Respekt. Ich fange mit Ihnen an. Als Vizepräsident, Sie bemängeln, wir würden uns um die Bannmeile nicht kümmern. Doch. Die Regierung legt das Gesetz vor mit der Verlängerung, weil sie der Überzeugung ist, es ist richtig. Und die regierungstragenden Fraktionen sind der Meinung, es ist richtig. Warum sollen wir denn mit Ihnen darüber diskutieren? Wenn Sie es falsch finden, machen Sie einen Gesetzentwurf, legen Sie es vor. Wir sind der Auffassung, das Bannmeilengesetz ist erforderlich, es ist richtig und es kann für 10 Jahre verlängert werden. Punkt. So einfach ist das. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wer der Meinung ist, man muss hier Dinge diskutieren, das ist ja überhaupt kein Problem. Sie können zu allen Dingen erstens Änderungsanträge tatsächlich zu diesem Gesetz machen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie der Meinung sind, Sie wollen es nur 2 Jahre oder entfristen oder wie auch immer verlängern, stellen Sie einen Antrag. Dann kann man darüber diskutieren und rum ist. Aber zu sagen, hier wird nicht diskutiert, ja, wer kann denn nur diskutieren? Das Parlament, also Sie. Sagen Sie, was an den einzelnen Punkten falsch ist, und schon können wir uns damit auseinandersetzen. Aber diese pauschale Betrachtung, das ist schrecklich, das ist schlimm, ist doch völlig daneben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die Ministerin hat es doch erklärt, Sie halten sich auf an den 1 Jahren und der Corona-Pandemie. Was hat denn die Staatsministerin gesagt? Und was steht in der Begründung? Wir haben in diesen Bereichen Gesetzesverfahren, die laufen. Und da möglicherweise das in diesem Jahr nicht abgeschlossen werden kann, weil nicht voraussehbar ist, in welcher Form wir Sitzungen durchführen, sagt man, dann verlängern wir das voraussichtlich mal um 1 oder 2 Jahre, dann bleibt es das Gesetz und es geht nicht außer Kraft. So, und wenn wir das Gesetz verabschieden, ist die Verlängerungsregelung sowieso wieder weg, weil im Gesetz in der Änderung steht die neue Verlängerung drin. Also bitte bleiben wir doch beim Punkt, fantasieren wir nicht, sondern sagen schlicht und einfach, was ist gut und was ist schlecht. Das ist doch in Ordnung. Sie können ja anderer Meinung sein, das steht Ihnen zu. Aber wir sind der Meinung, diese Gesetze sollen so verlängert werden, wie es die Regierung hier vorlegt, wie wir es im Gesetzentwurf lesen, weil es sinnhaft ist. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist auch richtig, bei manchen Gesetzen zu sagen, die verlängern wir oder entfristen wir. Das ist dargestellt durch die Ministerin. Es ist gesagt worden, wir haben Bundesgesetzänderungen zu erwarten, müssen wir anpassen, also verlängern wir entsprechend angepasst. Und ich bin froh, dass ich in einem Bundesland lebe, wo wir uns alle paar Jahre über ein Gesetz unterhalten müssen und es nicht davon abhängig machen, ob wir es wollen, sondern die Regierung legt es uns vor, gibt uns die Chance zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, aber wir müssen darüber nachdenken. Und ich finde, dieser kleine, liebevolle Zwang sorgt doch dafür, dass wir uns Gedanken machen. Und wenn Sie der Auffassung sind, ein Gesetz davon ist falsch, ist unrichtig oder sonst irgendwas, es hindert Sie niemand. Aber wirklich niemand in diesem Hause etwas zu tun. Und ein Satz, verehrte Kolleginnen und Kollegen, muss ich doch mal zur behaupteten Rechtswahrerpartei rechts von mir sagen. Man muss es ja mal loswerden. Es wird hier vorgeworfen, es sei alles ein Skandalum, was mit den Altenheimen etc. passiert ist. Und Sie leugnen schlicht und einfach, dass das Bundesverfassungsgericht dazu etwas gesagt hat. Das höchste deutsche Verfassungsgericht hat dazu etwas gesagt. Es hat nämlich gesagt, in der momentanen Situation sind diese Beschränkungen bei ständiger Überprüfung nicht nur zulässig, sondern sie sind geboten. Dass Sie allerdings mit der Rechtsstaatlichkeit nicht wirklich zurechtkommen, das beweist ja jetzt, dass Sie verfassungswidrig Abgeordnete bespitzeln und kontrollieren. Aber machen Sie nur, rechtswahrende Partei sind Sie nicht. Sie sind rechts, aber sonst auch nichts. In diesem Sinne, wir stimmen dem Gesetz dann später zu. Danke. Meine Damen und Herren, dann überweisen wir nach erster Lesung diesen Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss.